Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zu Part 6 von Pokémon Karmesin DLC. Also vom DLC von Pokémon Karmesin. Und letztes Mal sind wir hier an diesem scharfen Gewürze-Rätsel gescheitert. Und ich würde jetzt gerne erstmal mich noch ein bisschen umgucken. Und ich würde das auf jeden Fall nochmal auch mit euch machen. Aber. Ja. Oh, Libeltra. Aber ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen umschauen, Pokémon mit euch fangen. Vielleicht einen von den anderen herausfordern, die es hier noch so gibt. Oh, okay. Oh, oh. Hoppala. Tschüss. War, ja. Nett, deine Bekanntschaft. Guck mal, wie Libeltra da rumläuft. Das ist ein Käfer. Okay. Mal, wo wäre denn der nächste? Ich markiere mal den nächsten. Da, der Stahltyp. Oder die Stahlfrau. Ich weiß nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Achso, man muss da ja jedes Mal noch diese Punkte zahlen. Das heißt, ich muss ja noch irgendwo so ein Tam herstellen. Fällt mir gerade wieder ein. Die kann ich ja nur in so Läden, oder? Kann man die hier auch irgendwie anders herstellen? Hallo Rabautz. Gab's Rabautz schon? Ich weiß, dass Rabautz mich früher immer mit Kapaloris zur Verzweiflung gebracht hat. Da oben ist noch mal eine Höhle. Ist ja verrückt. Ach Mann. Oh, das war die falsche. Na egal. Also es war der falsche Ball, wollte ich sagen. Naja, hat trotzdem geklappt. Okay. Ich will damals zu der Höhle. Und ich muss ja eh in die Richtung. Von dem her. Was ist das hier? Simon und Siepe. Warte, hier wäre die Höhle gewesen. Wir waren schon zu weit oben. Ah, Alola Kleinstein. Interessant, 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 du. So dieses Exploren ist eigentlich das, was ich am liebsten in Pokémon mache. Und dann halt, ich mache schon auch gern so Rätsel, aber ich weiß nicht genau. Vielleicht war das Problem bei dem Rätsel, das ist meine Vermutung. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, falls ihr mir was in Kommentare oder so geschrieben habt. Ich habe
Ich nehme die direkt im Anschluss zueinander auf, dadurch, wenn ihr da was geschrieben habt, keine Ahnung, habe ich das jetzt natürlich noch nicht gelesen. Oh, was haben wir denn da? Cognodon. Vielleicht waren es entweder war es zu viel davon oder die Zwiebeln waren falsch. Oder ich hätte noch Senf mit reinmachen müssen. Keine Ahnung. Ich will jetzt mal kurz, bevor ich die annehme, gucken, ob ich hier irgendwo... Hier kann ich heilen. Und da kann ich einkaufen. Kann ich hier auch irgendwo Items herstellen? Oder geht das bei dieser Akademie nicht? Weil es war doch immer so, dass man weiß, so einen Laden gebraucht hat, um das herzustellen. Ist hier oben? Ah ne, hier ist nur ein Kampfplatz. Okay. Ja, wen habe ich vorne? Ja. Ich möchte mich an der Challenge teilnehmen. Ja. Laura? Hier bin ich. Wir sollten unseren Standort wechseln. Bitte folge mir. Die waren doch auch dagegen, dass wir daran teilnehmen. Oder? Dass jemand wie du sich der Liga stellen darf, ist eine Ausnahme unter den Ausnahmen. Ich war dagegen, doch die Regel besagt, dass die Akademie darüber entscheidet. Als Mitglied der Top 4 ist es meine Pflicht, die Regeln eisern zu befolgen. Meine Top 4 Challenge wird an diesem Ort ausgetragen. Die Challenge, die ich mir ausgedacht habe, ist ein Flugrennen. Oh oh. Dabei nutzt du die Flugfertigkeiten eines Reit-Pokémons, um die Kuppel zu fliegen. Erreichst du innerhalb der vorgeschriebenen Zeit das Ziel, so hast du die Challenge bestanden. Fliegst du durch die auf der Strecke verteilten Magnetilo-Ringe, erhältst du mehr Zeit. Ich empfehle dir daher, auf dem Weg zum Ziel durch möglichst viele Ringe zu fliegen. Okay. Möchtest du einen Flug... Ja. Oh Gott. Klingt nach so Geschicklichkeit. Ich weiß nicht, ob ich da gut drin bin. Ah, ja. Du hast Glück. Dein Pokémon sieht aus, als hätte es das Potenzial zu fliegen. Was dein Pokémon gerade zu sich genommen hat, besteht aus eigenartigen Pflanzenarten, die hier in der Kuppel heimisch geworden sind. Ich habe daraus ein Mittel erzeugt, das die Flugfertigkeiten von Pokémon verstärkt. Nun kann ein Pokémon während der Challenge uneingeschränkt durch die Lüfte fliegen. Fliege auf Kreide und durch die Luft und Zeitlimit das Ziel zu erreichen. Wenn du durch ein
so mehr Zeit. Aufwärts fliegen, abwärts fliegen. Rechts, links, okay. Wenn das aber so schwer ist wie dieses Gericht da kochen. Nehmen wir am Flugrennen teil. Aber vielleicht ist das ja viel, viel einfacher. Wer weiß. Und? Hä? Kann man irgendwie schneller werden? Wohin? Wohin muss ich? Ich kann nicht drehen. Hä? Hä? Ich habe mich verflogen, Leute. So, ohne Witz, wo muss ich hin? Hä? Da waren auf einmal keine Ringe mehr. Hä? Kann ich das jetzt nochmal machen? Muss ich jetzt wieder 50 zahlen oder kann ich das jetzt einfach nochmal machen? Scheinbar muss ich nicht nochmal 50 zahlen. Aber da waren auf einmal einfach keine Ringe mehr. Ah, wahrscheinlich hätte ich dadurch diesen Torbogen müssen. Und hab den irgendwie nicht gesehen. Ah, ich Idiot. Ich hatte einfach über den Fluss, glaube ich, dann durch so einen Torbogen. Also ich schwöre, falls es so ist. Ich darf nur nicht immer beim ersten Mal so hochziehen. Nein, 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 geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Upsi. Hab's hinbekommen. Ich wette, bei dem anderen war, dass ich dieses Chili nicht genommen habe. Hätte ich. Oder was ist Chili? Ja, doch, dass ich dieses die Zwiebeln reingemacht habe. Fabelhafte Demonstration eurer Flugkünste. Das Zeitlimit habt ihr vorbildlich eingehalten. Damit hast du die Top 4 Challenge bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Wir sollten unseren Standort erneut wechseln. Bitte folge mir.
Du hast das Recht verdient, gegen mich zu kämpfen. Okay. Soll unser Pokémon-Kampf... Ja. Du hast ja Stahl-Pokémon, hieß es. Ich habe ja einen Kampf und ein Feuer-Pokémon. Damit müsste ich das ja schaffen. Wie stehst du zu Joe? Ihr seid also befreundet. Betrachte Hanas Bruder als einen Freund. Doch er hat sich verändert und das bereitet mir Sorgen. Daher hoffe ich, ihm helfen zu können. Eine Niederlage darf ich mir also nicht erlauben. Beginnen wir mit unserem Kampf. Okay, Diktri und Panzer Aeron. Hat Diktri Stahl in Alola? Machen wir mal so. Und Lodalied auf Panzer Aeron. Oh, oh, Erdbeben. Ah, der hat wahrscheinlich Robustheit, oder? Was, deine Brille hat Beschlag, oder was? Oh, ein Fokusgürtel. Ah, hat er auch Fokusgürtel? Ah, der hat Robustheit. Na, danke für die Tarnsteine. Durchbruch. Flammenwurf. So, Panzer Aeron ist auf jeden Fall schon mal down. Oh, Darkrai hat... Na gut, Dunkelnebel brauche ich jetzt nicht. Eine neue Attacke gelernt. Bis Darkrai das Level hat, um an so Kämpfen teilzunehmen, ist wahrscheinlich die Challenge zu Ende. Also haben wir alles durch wahrscheinlich. Oder wir rätseln immer noch an diesem komischen Ding da. Zytomega. Ah, Zytomega. Ich habe gerade überlegt, was ist ein Zytomega? Oh, Impoleon ist natürlich weniger toll. Machen wir mal so. Zytoimpoleon. Oh, Mist. Aber immerhin haben wir, hat das was gebracht. Du kann ich, dich könnte ich in Impoleon noch reinhauen. Ich könnte auch natürlich Darkrai und mit Albtraum ein bisschen Schaden hauen. Was ist besser? Funkensprung. Wir machen mal Funkensprung auf Impoleon. Und du machst Knirscher auf Zytomega. Gut. Bizarraum. Was macht Bizarraum nochmal? Die hat die Dimension verdreht. Das Bizarraum, das, wo dann die Attacken. Oh, der hat Überreste.
Pumpe. Ah ja, denk mir gut. Plia ist ja zum Glück sehr, sehr bulky. Yes. Hat sie, ich habe gar nicht geguckt, hat sie 6 Pokémon? Wahrscheinlich, weil sie hat noch keine Terrakristallisierung genutzt. Oh, Metacross. Und Xerox. Dann würde ich sagen, heile ich meine beiden Pokémon. Dann kriegt hier er das. Und er kriegt einen. Ups. Top-Trank kriegst du. Setzt sie eine Terrakristallisierung an? Ja. Ich bin ja mal gespannt. Was die Metacross. Okay. Oder beide? Stell dir mal vor, sie tut beide Terrakristallisieren. Okay, jetzt ist Metacross nur noch Stahl. Wir sind nämlich gerade noch gekommen. Man könnte rein theoretisch ja auch. Ist ja auch noch Psycho einsetzen, aber ja. Tiffen, du hast gut gekämpft. Xerox ist doch vierfach Schwächefeuer. Weil ist doch Stahl und Käfer. Können wir uns zusammen weg? Dann ist das auf jeden Fall weg. Außer wir überleben den Zen-Kopfstoß nicht. Okay, Plia ist zurückgeschreckt. Oh, der hat eine Antifeuerbeere. Ah, trotz der Antifeuerbeere nicht überlebt. Vielleicht langs. Yes. Kampf gewonnen. Oh, Plia hat Level 100 erreicht. Ich konnte nicht mit dir mithalten. Sorry. Schwierig mit mir mitzuhalten. Die Stärke unserer Pokémon hängt von der Stärke unserer Gefühle ab. Offenbar ist dein Wille, Cho zu helfen, noch eiserner als meiner. Wie frustrierend. Gut. Es wird Zeit, den Sieg über mich mit einem Foto festzuhalten. Außerdem überlasse ich dir meine Lieblingsattacke. Stahlpresse. Der Anwender nimmt dieses Ziel mit Armen oder Scheren in die Mangel. Je höher die KP des Ziels, desto stärker die Attacke. Oh. Mein Wunsch, so zu helfen, lege ich hiermit in deine Hände. Es ist Zeit zu gehen, entschuldige mich. Und damit beende ich den Part und beim nächsten Mal fordern wir den nächsten heraus. Ah ne, da kommt noch was. Joe! Jo, zukünftiger Champ. Du hast also gegen das erste Mitglied der Top 4 gewonnen. Ein guter Anfang. Erin verlässt. Bleibender Eindruck, was?
Sie und Hannah scheinen sich überraschend gut zu verstehen. Den beiden beim Quatschen zuzusehen, hat echt unterhaltenswert. Erin kommt immer so ernst und spießig rüber. Dabei ist sie in Wirklichkeit sehr sensibel. Sie wird schnell missverstanden, aber du weißt ja jetzt, was Sache ist, Laura. Ich habe das Gefühl, du wirst unsere Liga-AG ordentlich aufmischen. Also dann. Von den Top 4 musst du noch 3 besiegen. Dann mal viel Erfolg gegen die Top 3. Und damit beende ich jetzt den Part. Und beim nächsten Mal sehen wir weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.